das Axiom als Ursache einer Erkenntnis. Nehmen wir dazu das Beispiel der Mathematik, was wenigen bewusst ist oder auch vielleicht mehr bewusst ist, die komplette Mathematik ist, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, ich bin nicht der große Mathematiker, war aber auch nicht ganz so schlecht, aufgebaut auf dem Gedanken 1 plus 1 ist 2. Dieses, das geben sogar die Mathematiker zu, ist unbewiesen. So komisch das klingt. Also ich könnte es mir ja wieder erklären, weil ich sage, alles, was wir dazu wissen müssten, um zu behaupten, dass das stimmt, passt nicht in diesen Kopf. Siehe vorangegangene Videos. Es könnte das wesentliche Argument nicht in unseren Köpfen sein, das beweist, nein, 1 plus 1 ist nicht immer 2. Nun würde die sagen, der Alte spinnt. Ja, ich gebe es zu, das ist ein bisschen viel Theorie. Aber es scheint mir so. Ich behaupte, es scheint mir so. Oder ich sage, es scheint mir so. Ich weiß ja nichts. Ich kann ja gar nichts wissen. Vielleicht ist es auch nicht so, aber es scheint mir ein bisschen, als würde jede Art von Wissenschaft auf ein Axiom aufbauen. Axiom also, wer die Definition nicht kennt, ein nicht beweisbarer oder bislang zumindest unbewiesener Lehrsatz. Beispiel Mathematik, 1 plus 1 ist 2. Was auf diesen simplen Satz ein Axiom, unbewiesen, alles aufgebaut ist, ist unvorstellbar. Und mein Eindruck ist, die komplette Wissenschaft arbeitet in allen Fachgebieten so, sie geht der Ursache nach, stellt dann fest, die Ursache hat eine Wirkung, sie funktioniert. 1 plus 1, das funktioniert, dass dann 2 rauskommt oder das Doppelte rauskommt. Und damit bin ich einen Schritt weiter. Aber das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist eben wieder das Problem dieses Kopfes hier und des Kopfes von uns allen, dass wir ein begrenztes Kopfvolumen haben. Es passt nichts alles rein. Irgendwann einmal wird die Ursache-Wirkungskette zu groß, wenn wir nach vorne gehen, und zu klein, wenn wir nach hinten gehen. Siehe Zahlenstrahl, wer sich noch erinnert. Eine, ich glaube, gerade war es. Ein willkürlicher Nullpunkt, willkürlich, weil man weiß ja nicht, wo die Mitte ist. Denn der Zahlenstrahl geht sowohl in Richtung Plus, positive Zahlen, unendlich, als auch in Richtung Minus, unendlich. Und damit sind wir beim Unendlichkeitsbegriff gelandet. Und wie soll so etwas wie Unendlichkeit in dieses schon relativ große Gehirn des Visionärs passen, wenn er nicht abstrahiert, wenn er nicht seine ganze Fantasie dort spielen lässt, wo uns nackte Zahlen und Fakten keinen Schritt mehr weiter helfen. Alle Fragen, die wir stellen könnten, eventuell viel, viel mehr Fakten zur Lösung verlangen, als in den Kopf passen.
Ich sage können, denn manchmal haben wir die wichtigsten Fakten. Aber was sind die wichtigsten Fakten? Wir haben auf jeden Fall nie die Bestätigung, die Gewissheit, dass wir alle Fakten haben. Und darüber hinaus muss auch ein kluger Kopf wie der Visionär, und wer ist schon so klug wie er, diese Fakten in eine richtige Logik bringen. Und da können wir nachweisen, dank Dunning-Kruger, D-U-N-N-I-N-G und Kruger wie Krüger, bloß U, einfach googeln, dass wohl die Mehrheit aller lebenden Menschen das nicht drauf hat. Ich habe das Glück, Wettkampfsport betrieben zu haben im Tischtennis, und da merkt man sehr schnell, dass die Mehrheit aller Tischtennisspieler, mich inbegriffen, eher untalentiert ist. Unterdurchschnittlich. Ja, was nicht ganz so stimmt, denn wenn es die Mehrheit ist, dann ist es ja der Durchschnitt. Was für ein logischer Mist, also, den ich da gerade verzapft habe, weil meine Gedanken mich schon wieder abgelenkt haben. Schmerz in der Hüfte, System A, Gefühle sind stärker als System B, mein Wunsch, logisch zu denken. Schöner Moment, abzuschweifen von dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Und daher erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Der nächste Clip kommt und beschäftigt sich ja, ich habe es halt vergessen, das Thema, noch einmal mit dem Unendlichkeitsbegriff.